Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt den Titel gelesen. Ich bin genauso schock wie ihr. Guess what? Lidl hat Make-up. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich eine komplette Kollektion. Und ich habe die Produkte hier. Wir werden heute schauen, was kann Supermarkt-Make-up wirklich? Ich bin schock. Ich bin gespannt. I can't. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in die Woche, seid gut in den Mittwoch gestartet oder je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Vielen Dank, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Freunde, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, die bei sich im Lidl das Make-up schon gefunden hat und mir zugeschickt habt. Ihr habt es bei Instagram gesehen. Ich habe Stunden damit verbracht, 5 oder 6 Lidl-Filialen hier in meinem Umfeld abzusuchen. Und habe es nicht gefunden. Sie hat es gefunden, sie hat es mir geschickt. Ich habe ihr das Ganze natürlich bezahlt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr ein dickes Danke in die Kommentare schreibt. Ihr seht, ich habe schon so ein bisschen was auf den Augen. Ist noch nicht fertig, weil ich natürlich noch meine Base und die Lidl-Produkte in mein Gesicht bringen möchte. Lidl hat nämlich keine Make-up-Produkte für die Augen rausgebracht, außer Mascara. Und ich bin wirklich gespannt. Vor allen Dingen die Foundation sieht mir doch schon ein bisschen verdächtig nach einer Dior Foundation aus. Wir werden das Ganze testen. Ich erzähle euch alle Informationen, die ihr braucht. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Zuallererst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Wir sind fast bei 94.000 mittlerweile und das ist einfach krass. Vielleicht schaffen wir tatsächlich die 100.000 dieses Jahr. Das wäre natürlich famos. Aber wie gesagt, wir starten mal so ein bisschen mit den Make-up-Produkten und ich will dazu sagen, ich mag einige der Produkte von Lidl sehr, sehr gerne. Lidl ist eigentlich not sponsored, ist einer meiner liebsten Supermärkte. Die haben wirklich immer eine gute Auswahl. Die Qualität stimmt bei meinem Lidl hier zumindest auch. Allerdings bin ich ja umgezogen vor mittlerweile 2 Jahren und Lidl ist nicht mehr in Laufweite. Und ich sehe es nicht ein, für 500 Meter mit dem Auto zu fahren, nur um einkaufen zu gehen, wenn ich hier nebenan einen Supermarkt habe. Deswegen alles in Ordnung. Die Skincare-Produkte, vor allen Dingen die Sia-Creme, diese schwarze Creme, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ist fantastisch. Die habe ich damals rauf und runter getestet. Das bringt mich so ein bisschen zurück in meine Anfangszeit von YouTube, weil, ihr müsst wissen, damals, die Geschichte kennt ihr schon, es ist wie ein Leierkasten mittlerweile, es war kein Geld da für Pflege. Und dann habe ich mir bei Lidl beim Einkaufen für, ich glaube, 99 Cent so ein Micellenwasser und für 1,29 eine Tagescreme gekauft und die war wirklich gut. Pflege habe ich jetzt schon drauf. Wir starten mit der Foundation und das ist die Sia Liquid Foundation. Ich glaube, es gab 4 oder 5 Farben. Die Zuschauerin hat mir 2 verschiedene mitgeschickt, die 15 und die 20. Ich glaube, ihr könnt sehen, dass die 15 viel zu hell ist. Sie hat das fast dieselbe Farbe wie mein Oberteil. Deswegen probieren wir mal die 20. Ich blende euch die Preise ein. Ich muss sagen, ist okay, ne? Also, das Ganze ist wirklich in Ordnung. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert, wo das Ganze herkommt. Weil Lidl ist natürlich jetzt nicht die Marke, die sich ins Labor setzt, selber um Make-up zu produzieren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich weiß, Make-up läuft immer gut. Und so eine Aktionsware macht ja auch Spaß und fordert die Leute ja auf, zu Lidl zu gehen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Nachricht bekommen, Lidl hat jetzt Make-up. Ich bin durch 5 Lidl-Filialen gegangen und ich kann nicht in einen Laden gehen, ohne etwas zu kaufen, weil ich dann Angst habe, dass die Leute denken, dass ich was geklaut habe. So, und dann gehe ich da rein, habe bei dem einen Lidl habe ich Bananen gekauft, in dem anderen Lidl habe ich ein Schmuckreinigungsgerät gekauft und das hat geklappt. Also Lidl, Hut ab, habt ihr gut gemacht. Ich habe mindestens 50 € ausgegeben für Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauchte. Und habe nicht das gefunden, was ich wollte. Die Foundation sieht optisch tatsächlich ähnlich aus wie die Dior Foundation. Und ich habe, wie gesagt, so ein bisschen recherchiert. Kommt auch übrigens in einem Glasflakon. Ich blende mir das Ganze erstmal mit einem Schwamm auf der einen Seite ein. Farblich sieht das Ganze erstmal okay aus. Sie ist nicht parfümiert. Und wenn ihr genau drauf schaut, dann steht auf den Verpackungen Cosmolux Deutschland GmbH. Ich habe recherchiert, Cosmolux Deutschland GmbH ist eine Firma, die sowas wie White Labeling oder Private Labeling macht. Das ist etwas ganz Normales in der Kosmetikindustrie. Es gibt viele große Firmen, die das machen und die produzieren dann für andere Firmen das Make-up. Und Cosmolux macht das tatsächlich. Sie haben auch eine eigene Marke, die heißt tatsächlich Maxim. Das triggert meine
meine Geschichte letztes Jahr, Anwaltsschreiben ist raus. Und die haben das produziert. Also Lidl hat sich dann natürlich selber nicht hingesetzt und gesagt, so, wir mischen heute mal eine Foundation an, sondern die produzieren das, Lidl kauft das dann ein und das sind natürlich Stückzahlen. Ich weiß nicht, wie viele Lidl-Filialen es gibt, aber auf jedem Aufsteller steht eine Menge an Produkten. Das ist eine Menge Produkt, die eingekauft wird. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Sachen sind, wenn die von einer Firma produziert werden, die sich darauf spezialisiert haben. Deswegen würde ich das Ganze auch so ein bisschen weg von Lidl. Ja, wobei doch, es läuft ja unter der Sia-Marke. Kann ja auch nicht bei, weiß ich nicht, bei. Egal. First Impression, die Farbe sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Vom Finish her ist es eine semi-matte Foundation. Deckkraft würde ich jetzt als leicht bis mittel betiteln. Sie sieht ziemlich schön aus. Ja, sie sieht auf den ersten Eindruck schön aus. Deckkraft, super. Ich drehe mal das Licht so ein Stückchen zur Seite, dass ihr das Ganze ein bisschen besser erkennen könnt. Farblich, es ist ein Match. Hier haben wir Unruhe. Hier ist das Ganze wirklich schön. Ich gehe an solche Videos mit einem offenen Herzen ran. Aber wenn ich mir vorstelle, Lidl, also Make-up, ich verbinde viele Sachen mit Make-up. Vor allen Dingen seitdem sämtliche Marken mit Food-Make-up rauskommen. Wobei mittlerweile eigentlich auch nicht. Aldi bringt Sneaker raus. Lidl hat, glaube ich, auch mal eine Kollektion rausgebracht. Also es ist okay. I'm here for it. Und wenn die Sachen gut sind, sign me in. Ich muss sagen, vom Geruch erinnert mich die Foundation so ein bisschen an Sabrina Rudnick. She's back. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich meine E-Mail von Sabrina Rudnick bekommen habe? Komme ich irgendwie andermal zu. Okay, also Foundation, jetzt Spaß beiseite. Iconic. Sie sieht wirklich, wirklich gut aus. Farbe passt. Deckkraft ist völlig ausreichend. Sie stinkt jetzt nicht. Lieben wir. Okay, wow. Come through, Lidl. Okay, was sagt ihr? Wie gefällt euch das? Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Ihr merkt, ne, ich habe Spaß dabei, weil ich einfach mit einer ganz anderen Erwartungshaltung daran gegangen bin. Ich bin hier so ins Video gestartet, heute ist es mittlerweile 7:17 Uhr, bin ins Video gestartet und dachte mir so, ja, wird schon irgendwie. Also man sieht schon, sie fühlt sich ein bisschen pastig auf der Haut an. Wenn ich ganz, 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 ganz nah rangehe, ist sie ähnlich wie die Sabrina Rudnick Foundation. Was ich jetzt aber nicht so schlecht finde. Also ich denke mir halt so. Okay, wenn man mal irgendwo übernachtet hat oder die Party war recht lang und man möchte danach noch ein bisschen weggehen und dann will man sich, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Grapefruit oder so holen und dann sieht man, ach Mensch, Foundation, komm, gib mal her, probiere ich mal aus. Ihr seht in der Verpackung, die ist recht dickflüssig und ich glaube, die hat wenig Bindemittel mit drin, die das Ganze so ein bisschen zusammenhalten und schön geschmeidig auf der Haut machen. Deswegen würde ich das Ganze jetzt auch erstmal so lassen. Ich nehme mir ein bisschen Concealer. Ich glaube, die Farbe wird nicht passen. Das ist die Farbe 15, Light Rose. Sie sieht sehr, sehr hell aus. Ist auch so ein klassisches Concealer-Bürstchen oder Pinselchen. Riecht auch nicht. Sehr hell. Vielleicht sehen wir gleich aus wie Kim Kardashian. Nur die Lidl-Version davon. Übrigens, neue Technik. Concealer hier und dann hier. Ich trage mal ein bisschen was auf. Lass das Ganze mal wirklich kurz einen Moment antrocknen und nehme mir jetzt hier so einen Blende-Brush und arbeite mir das Ganze erstmal hier ein, um das hier leicht aufzuhellen. Und dann tupfe ich mir das Ganze mit dem Pinsel hier lang. Ihr seht, es ist sehr hell. Ich mag das ja ganz gerne, wenn es hier sehr, sehr hell unter den Augen ist. Schreibt mir mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr die Sachen ja auch schon ausprobiert. Und jetzt arbeite ich mir das Ganze mit dem Schwämmchen hier ein. Wäre ich tatsächlich auch mit der 20 hier gegangen, passend zur Foundation. So habe ich jetzt aber diesen direkten Brightening-Effekt. Ich mag das persönlich ganz gerne. Ansonsten werden die Farben wahrscheinlich aber auch ja, sehr, sehr gut zu der Foundation passen. Wir probieren die andere Seite aus. Also, was ich sagen muss, ich muss ja auch mal ein bisschen Kritik äußern, ne? Ich mag. Das fühlt sich halt cheap an. Aber es war ja auch cheap. Also gar kein Thema. Ich mag diese kleinen Füßchen nicht. Wobei ich bin wahrscheinlich eigentlich nur verwöhnt von diesem Tarte Shape Tape und dem neuen Concealer, von dem ich euch noch nicht so viel erzählen darf.
Das sind ja einfach diese riesen Bürstchen mit dran. Ich nehme jetzt noch mal hier so ein bisschen, um wirklich diesen Kim Kardashian-Lidl-Version, ich heule. Lass das kurz antrocknen, nehme ein bisschen Contouring, nehme dafür einfach hier meinen Kiko, nehme meinen eigenen Pinsel Nummer 1 und blende das Ganze hier schon mal aus, einfach um das Pfannkuchengesicht so ein bisschen kleiner zu kriegen. Und dann blenden wir das Ganze wieder erstmal mit dem Pinsel aus. Ich finde, das ist ein guter Tipp, um einfach so ein bisschen diffuser hier in dem Bereich zu arbeiten. So kriegt ihr ein weicheres Blending zwischen Concealer und Foundation bzw. Contouring hin. So sieht das Ganze doch tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen lang, verblende mir die Kanten mit ein bisschen Cream Bronzer. Und habe erstmal eine solide Base, würde ich sagen. Wir haben einen Lippenstift. Das ist die Farbe Frappuccino. Das ist mein Lieblingsgetränk. Dünnes Eis. Frappuccino. Ich weiß nicht, ob es da einen Trademark drauf gibt. Naja, gut. Ich sehe schon die Klagen jetzt ausflattern. Ich glaube, dass Frappuccino ein Patent auf den Namen hat, so einen Markennamen. Aber okay, come through, ja. Playing with Lawsuits. Das ist eine sehr, sehr schöne Nude-Rosenholzfarbe. Ich swatch mir das Ganze mal hier so ein bisschen auf der Hand. Auch nicht beduftet, sieht sehr, sehr schön aus. Ich wollte mir den Ton tatsächlich so ein bisschen als Cream Blush hier einfach schon mal so ein bisschen rüberstempeln. Und aktuell ist ja so ein bisschen Trend, dass man den Blush wieder als Contour benutzt. Es gab mal vor Jahren, ich glaube, es ist schon 3 Jahre her, eine Kollektion von Catrice, glaube ich, oder von Essence. Das hieß Rouge Tour oder Blush Tour, irgendwie so. Da konnte man, sollte man mit dem Blush die Kontur machen. Damals, vor 20, 30 Jahren, war das natürlich auch so die Technik. Aber Base ist fein. Wir benutzen jetzt erstmal das Matte Compact Powder in der Farbe 11 Medium. Da ist Kaolin mit drin. Kaolin ist der Hauptbestandteil. Alexa, was ist Kaolin? Kaolin, auch als Porzellanerde, Porzellanton, Weißtonerde, China Clay oder in der Apotheke als Urus alba oder Pfeifenerde bezeichnet. Also Kaolin ist weiße Tonerde. Der Hauptbestandteil dieses Puders ist auch weiße Tonerde. Ich gehe jetzt noch mal kurz mit meinem Schwämmchen hier unten lang und nehme mir einen Pinsel, trage das Puder auf und presse mir das Ganze erstmal hier unter die Augen. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von Mineral Make-up mit in Kombination mit Liquid-Produkten, aber es fixiert. Ich persönlich bin nicht so ein Freund, also sie sagen jetzt auch nicht, dass es Mineral Make-up ist. Für mich ist es weiße Tonerde, aber tatsächlich eher so ein Bestandteil, der einfach wirklich nur matt macht. Es sieht nicht mehr so schön aus wie vorher, muss ich sagen. Ich nehme jetzt mal meinen Microfiber Multitool Klein. Gehe hier unten so ein bisschen lang. Wir können das Ganze hier natürlich auch so ein bisschen rausholen. Das oxidiert, seht ihr das? Also das Puder ist jetzt, glaube ich, nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen jetzt aber noch das mit dem Highlight Powder Rouge rüber. Das sieht aus, als wäre da ein bisschen Schimmer drin. Und dafür nehme ich mir einen fluffigen Pinsel. Ja, da ist tatsächlich ein bisschen Schimmer drin. Und das setze ich mir hier rüber. Und das ist eine schöne Farbe. Ihr seht es wahrscheinlich. Warte mal. Seht ihr das? Das gibt tatsächlich Glow und Frische. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen natürlich. Sehr, sehr schöne Farbe. Ganz leichte Bewegung auf der Haut. Das ist ein sehr solides Produkt. Ich habe es euch mal geswatcht. Es sieht jetzt nicht so pigmentiert aus, aber auf der Haut funktioniert es gar nicht schlecht. Sehr, sehr schön, kann ich mir auch gut so als leichten Lidschattenton vorstellen. Ich weiß nicht, ob es einen Bronzer gab. Ich glaube nicht. Ich werde einmal ganz kurz meinen Lidschattenlook fertig machen und dann geht's weiter. Wir haben noch eine Mascara und die sieht auch recht bekannt aus, muss ich sagen. Gelb heißt Volume Mascara Black. Da ist kein Bürstchen drin. Ich habe jetzt hier mal die Taschenlampe rausgeholt. Verdammte Axt. Da ist. Ohne Scheiß. Ich habe den Pömpel hier rausgezogen. Da ist kein Bürstchen drin. Okay. Dann halt nicht. Mit dem Augenbrauenstift. Der sieht aus wie jeder andere Augenbrauenstift auch. Ne? Das ist so ein klassischer. Der ist aber.
So ein klassischer Essence Trended Up Augenbrauenstift. Ist recht gut pigmentiert. Sehr schöne, kühle Farbe. Das ist die Farbe Medium Brown. Kann man gut für die Augenbrauen benutzen, wenn man wirklich nur so ganz leicht ein bisschen Farbe reingeben möchte. Mit der Mascara bin ich gerade so ein bisschen schuck, wenn ich ehrlich bin, weil es ist literally kein Ding drin. Entweder ist es bei der Produktion abgebrochen, weil hier... Also... Okay, schade. Gib mir so ein bisschen Mascara rauf, um den Look einfach etwas in die richtige Richtung zu kriegen. Und jetzt probieren wir diesen Lippenstift aus. Also Farbe Frappuccino. Das ist eine schöne, frische Farbe. Pigmentiert. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Der sieht tatsächlich sehr reflektierend aus. Er ist wirklich gut pigmentiert. Muss ich sagen. Freunde, das ist mein Lidl-Make-up-Look. Ich muss sagen, wenn ich es mir jetzt von nahem anschaue, ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich dieses Puder gewesen. Das hat das Ganze nicht so schön gemacht. Alles andere, abgesehen von der Mascara, gut, da kann ich nicht so viel zu sagen, ist das nicht schlecht. Vor allen Dingen der Lippenstift, der Blush hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Foundation, ich weiß nicht, wie sie sich den ganzen Tag überfällt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den ganzen Tag hält. Ich werde es auch jetzt heute nicht testen können, aber... Overall, ne? So sieht das Ganze doch gar nicht schlecht aus. Und ich glaube, selbst wenn man es mal so ein bisschen zum Spaß austestet, den Lippenstift kann man definitiv mitnehmen. Das Blush Highlight Powder auch. Concealer, ja, vielleicht als Lidschattenbase, aber overall haben wir ein wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis. Und ich bin super gespannt, was ihr zu diesem Lidl Make-up-Look sagt. Lidl, sponsor me. Ich gehe auch wieder zu euch einkaufen. Nee, Spaß beiseite. Hat Spaß gemacht, Freunde. Also ich hatte wirklich richtig viel Freude an diesem Video. Vielen Dank nochmal an die liebe Zuschauerin, die uns das ermöglicht hat. Ich schicke dir natürlich auch noch ein kleines Dankespaket zu und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal am Freitag wieder einschaltet. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.